Ja, ahoi, du wunderschöner Mensch da draußen vor dem Bildschirm. Ganz herzlich willkommen zum nunmehr schon siebenten Teil unseres großen Reizdarm-FAQs. Ich freue mich auch heute wieder riesig, dass du eingeschaltet hast. Und wie du wahrscheinlich nur unschwer an meinem knallroten Gesicht erkennen kannst und auch so ein bisschen an meiner schnaufenden Sprache hören wirst, sehen und hören wir uns wie gewohnt im Anschluss an ein doch recht anstrengendes Gewichtetraining heute. Das Training läuft wirklich super. Ich bin da selber begeistert, was da schon wieder möglich ist. Du, wenn du den Kanal schon länger verfolgst, weißt du, ich komme ursprünglich aus dem Kraft-3-Kampf, konnte dann aufgrund der Diagnose Mastzellaktivierungssyndrom, chronisches Erschöpfungssyndrom, leider lange Zeit nicht so trainieren, wie ich das wollte. Zusätzlich hatte ich dann auch noch aufgrund eines Sturzes im Gebirge einen Bruch des Wirbelkörpers, eines Brustwirbelkörpers. Und jetzt arbeite ich mich aber langsam zurück. Und es war immer so mein großer Wunsch, eigentlich mal wieder, wenn meine Gesundheit das erlaubt, endlich wieder an einem Wettkampf teilzunehmen. Das hatte ich mir eigentlich für dieses Jahr vorgenommen. Die Werte stimmen. Leider ist es noch so, aufgrund der aktuellen Corona-Situation, dass wirklich kein Veranstalter sich traut, da irgendwie gültige Termine auszuschreiben, was natürlich auch verständlich ist, denn da will man ja Planungssicherheit haben, da gehört ja einiges dazu, man muss Stadtgebühren einsammeln, man muss eine Turnhalle oder irgendwie ein Studio mieten und so weiter. Deswegen steht das Ganze noch so ein bisschen in den Sternen, wann das passieren wird. Aber das ist auf jeden Fall eines meiner großen Vorhaben für dieses Jahr und ich hoffe, dass ich es noch umsetzen kann. Außerdem haben einige von euch bestimmt gelesen, dass ich meine lang ersehnten Werte aus der Immunologie endlich bekommen habe. Da habe ich ewig gewartet, wahrscheinlich auch aufgrund der Corona-Situation. Länger als gewohnt auf jeden Fall. Und ich habe gar nicht damit gerechnet, aber es war wirklich eine positive Überraschung, denn tatsächlich alle Parameter, die pathologisch verändert waren, früher Methylhistamin, Histamin, ECP, die verschiedenen entzündlichen Zytokine und so weiter, sind alle wieder im Normbereich. Der einzige noch etwas auffällige Parameter ist das Gesamt-IgE, also das Immunglobulin E. Und das befindet sich aber auch im Graubereich, also nichts mehr Dramatisches. Und das ist wirklich für mich ein absoluter Erfolg. Vor allen Dingen, weil ich das Ganze geschafft habe, ohne Medikamente, die ich vor ungefähr anderthalb oder inzwischen fast 2 Jahren, ich glaube, komplett abgesetzt habe. Diese ganze Litanei an pharmakologischen Wirkstoffen, die ich eben empfohlen bekommen habe in Bonn, an der Uniklinik in Erlangen. Und so weiter. Und eigentlich war es so, die Werte waren am Ende so schlimm und vor allen Dingen stiegen sie trotz der Basismedikation, dass ich eigentlich dauerhaft mit Cortison behandelt werden sollte. Das habe ich nicht getan, verlasse mich nur noch auf meine natürlichen Methoden, Heilverfahren, eben die Meditation, das Kältetraining, natürlich die Ernährung, das ist eigentlich der wichtigste Baustein, das regelmäßige Fasten und so weiter und so fort. Und konnte alle Werte wieder bis auf das IgE, was aber beim nächsten Mal dann definitiv stattgefunden haben sollte, wieder in den Normbereich bringen. Kann wieder trainieren und so weiter, habe wirklich Wohlbefinden zurückerobert und ich denke auch zumindest an meinem N1-Versuch demonstriert, dass man diese Erkrankung tatsächlich wieder befrieden kann, wenn man eben sehr viel Fleiß und Mühe aufwendet. Falls du ebenfalls an deiner Erkrankung arbeiten möchtest und dies in den Griff bekommen möchtest, dann möchte ich darauf hinweisen, bitte abonniere meinen Kanal, klick auch die Glocke, dann wirst du immer auf dem Laufenden gehalten, regelmäßig, wenn neue Studien kommen, wenn neue Medikamente auf den Markt kommen. Und ich spreche hier natürlich über viele praktische Inhalte zum Eisbaden, zum Krafttraining, zu Supplementen und allem, was eben zu diesem gesunden Lebensstil dazugehört. Jetzt genug der Vorplauderei, das heben wir uns lieber für wieder ein längeres Video auf, was auch wieder in den nächsten Wochen kommen wird, versprochen. Heute geht es erst nochmal um das Beantworten einer wichtigen Frage, die erstmal auf den ersten Blick oder wenn man sie hört, so ein bisschen seltsam klingt. Und zwar, ist mein Reizdarm tödlich oder ist mein Reizdarm gefährlich? Und das mag so den einen oder anderen zum Schmunzeln bringen, erst einmal, wenn man das hört. Weil natürlich für Außenstehende das Reizdarmsyndrom absolut keine gefährliche Erkrankung ist. Oft wird das Ganze ja so ein bisschen marginalisiert, dann wird gesagt, ja, der Reizdarm, das ist so ein bisschen Bauchkrummeln und ab und zu mal ein bisschen Durchfall oder Verstopfung, das haben ja die allermeisten und trotzdem gehen die auf Arbeit und kriegen ihren Alltag irgendwie gelebt. Also das Ganze wird eigentlich so ein bisschen marginalisiert und da wird einem auf die Schulter geklopft und gesagt, okay, damit muss man einfach leben lernen. Das ist jetzt nichts Schlimmes, nichts Dramatisches.
Allerdings gehört diese Frage dennoch zu den am häufigsten gestellten. Und zwar bekomme ich die sehr häufig per E-Mail gestellt. Und wir sehen aber auch, wenn wir das einfach mal bei Google eingeben, Reizdarm, kommt sehr schnell die Frage auf, ist ein Reizdarm tödlich oder ist ein Reizdarm gefährlich? Und diese Frage ist dennoch auch irgendwie berechtigt, auch wenn sie eben erstmal so ein bisschen zum Schmunzeln anregt, weil wir sehen hier eigentlich zwei verschiedene Ebenen impliziert. Auf der einen Seite können natürlich wirklich Neudiagnostizierte die Frage stellen, ja, okay, das Reizdarmsyndrom, das wissen wir heute. Das verfügt über eine ganz bestimmte Pathophysiologie. Wir wissen zum Beispiel, dass es zu Veränderungen im Serotoninstoffwechsel kommt. Wir wissen, dass es zu einer Hyperplasie der Mastzellen kommt, mit einer Mastzellaktivierung, einer chronischen Aktivierung gesamt des Immunsystems, aber auch etwa zu einer durchlässigeren Darmbarriere, zum Beispiel in Hinsicht eines Leaky-Gut-Syndroms und so weiter und so fort. Tragen jetzt diese pathophysiologischen Faktoren dazu bei, dass meine Sterblichkeit, mein Risiko zu versterben irgendwie erhöht ist? Kann es sein, dass mir dadurch wertvolle Lebenszeit verloren geht? Und hier unterscheiden wir so ein bisschen in der Wissenschaft, sprechen eben über die All-Cause-Mortality, also das ist sozusagen die allgemeine Sterblichkeit, wo alle möglichen Gründe für das Versterben mit hineingerechnet werden. Also zum Beispiel aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Suizide, Verkehrsunfälle und so weiter. Also da kommen wirklich alle Faktoren, werden dort eingerechnet und es wird nur geschaut, wie viele Todesfälle treten eben auf pro Lebensjahr, die man eben in einer Stichprobe akkumuliert hat. Und da gibt es eine sehr interessante Studie, die das Ganze verneint. Also Reizdarmpatienten haben kein höheres Risiko bei der allgemeinen Sterblichkeit. Und die wurde in Kooperation mit der Universität in Harvard, also der führenden Universitäten weltweit, analysiert, dieses Ergebnis. Die Stichprobe wurde in Schweden gezogen. Dort ist das Ganze auch relativ gut aufgestellt, weil man ein natürlich nationenüberspannendes Register für Erkrankungen hat und man hatte über 40.000 Reizdarmpatienten, die eben beim Gastroenterologen oder beim Hausarzt ordentlich diagnostiziert wurden anhand der Rom-Kriterien und mit verschiedenen Ausschlussverfahren und konnte dann schauen, wie viele von diesen waren in den vergangenen Jahren verstorben und sie wurden auch in der Pathologie eben untersucht und man konnte schauen, was war die Ursache. Jetzt konnte man eben diese verstorbenen Reizdarmpatienten in einen Vergleich setzen mit einer Kontrollgruppe, die man an das Alter, das Geschlecht und so weiter angepasst hatte. Und ein besonderes Merkmal dieser Studie war noch, was sie so ein Stück weit qualitativ nochmal heraushebt, dass man die Reizdarmpatienten auch mit ihren Geschwistern vergleichen konnte. Denn bei der Sterblichkeit spielen natürlich genetische Aspekte ebenfalls eine große Rolle. Und hier konnte man eben zeigen in dieser Analyse, nein, es gibt kein höheres Risiko. Das sah erstmal ein bisschen so aus. Also ein kleines bisschen haben die Daten erst darauf hingewiesen, da könnte wirklich was im Busch sein, dass Reizdarmpatienten ein höheres Risiko haben, etwas eher zu versterben. Allerdings wurden, nachdem Störvariablen ausgerechnet wurden, das Ganze eben negiert. Und vor allen Dingen auch nach dem Geschwistervergleich. Es kann also sein, dass es so ist, dass hier eine genetische Prädisposition vorhanden ist, die eben erstmal dazu führt, dass diese Patienten eher andere Erkrankungen entwickeln, aber auch das Reizdarmsyndrom. Also hier kann es eine Korrelation geben. Aber wenn man Störvariablen eben ausrechnet und das Ganze auch mit Geschwisterpaaren vergleicht, dann finden wir keine erhöhte Allgemeinsterblichkeit. Das Reizdarmsyndrom scheint besonders in großen Stichproben per se erstmal nicht auf diese Sterblichkeit zu wirken, also dein Risiko dafür zu erhöhen oder dir Lebenszeit zu klauen. Auf der anderen Seite kann die Frage natürlich auch darauf abzielen, ob das Reizdarmsyndrom mit anderen Erkrankungen assoziiert ist. Wir sprechen von sogenannten Komorbiditäten, die eben das Risiko des Versterbens erhöhen. Und hier muss man eindeutig sagen, das ist leider der Fall. Das wissen wir aus sehr vielen Studien. Plastisch machen können wir es unter anderem an der Depressionserkrankung, an depressiven Verstimmungen. Die finden wir sehr häufig beim Reizdarmsyndrom. Psychiatrische Komorbiditäten sind die häufigsten Begleiterkrankungen des Reizdarmsyndroms. Noch vor dem chronischen Erschöpfungssyndrom, vor der Fibromyalgie finden wir die depressiven Verstimmungen, die somatoforme Störungen, verschiedene Angststörungen wie die soziale Phobie, die Panikstörung und so weiter und so fort.
Und natürlich wissen wir eben auch, die depressive Verstimmung, die hat tatsächlich Auswirkungen auf die All-Cause-Mortality, also auf die allgemeine Sterblichkeit letztendlich, das Risiko zu versterben und aber auch auf verschiedene Untergruppen. Wir wissen zum Beispiel, gut belegt sind die Auswirkungen auch auf die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also auf das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu versterben einmal später. Andere Beispiele wären zum Beispiel auch der Morbus Parkinson, den wir eben vermehrt beim Reizdarmsyndrom finden. Bei Parkinson inzwischen auch gut nachgewiesen, dass ein Teil der Pathogenese eben im Darm beginnt. Und hier haben wir die Assoziation zum Reizdarmsyndrom. Und auch beim Morbus Parkinson sind eben eine erhöhte allgemeine Sterblichkeit nachgewiesen und verschiedene Subkategorien. Was dann auch noch häufig eine Rolle spielt, ist das Risiko an Darmkrebs zu erkranken. Und hier finden wir eigentlich erstmal so eine Dichotomie oder ein bisschen ein kontraintuitives Phänomen. Denn auf der einen Seite ist es so, dass das Risiko für einen Darmkrebs bei der Diagnose Reizdarmsyndrom herabgesetzt ist, aber nur in einem bestimmten Zeitraum. Das bedeutet, wenn du schon lange an einem Reizdarmsyndrom leidest, die Diagnose wurde ordentlich gestellt, das bedeutet, erstmal die Röhm-Kriterien wurden angewandt, es fand eine ordentliche körperliche Untersuchung statt und auch verschiedene apparative Verfahren, um das Ganze abzusichern, um eine Ausschlussdiagnose vorzunehmen. Zum Beispiel, dass auch mal eine Darmspiegelung gemacht wurde, vielleicht eine Biopsie, ein Ultraschall, was auch immer. Dann ist tatsächlich das Risiko für den Darmkrebs sogar ein Stück weit reduziert. Also der Reizdarm ist so eine Art Schutzfaktor, weil hier natürlich auch viele Untersuchungen gemacht wurden, hier wurde hingeschaut und es scheint irgendwie eine negative Assoziation zu geben. Aber das gilt eben nur für einen bestimmten Zeitraum, denn nämlich wenige Monate nach Diagnosestellung ist das Risiko tatsächlich an einem Darmkrebs zu leiden um den Faktor 8 sogar erhöht. Das ist natürlich auch erstmal ganz logisch, obwohl es so ein bisschen kontraintuitiv wie beschrieben klingt, weil wir eben diese typischen Beschwerden haben des Reizdarms, Verstopfung, Bauchschmerzen und so weiter. Und das deutet natürlich auch in Richtung Darmkrebs, wenn hier keine ordentliche Ausschlussdiagnose gefahren wird, so wie es häufig der Fall ist, leider in vielen Praxen, dass der Hausarzt eben diese Symptome hört. Und dann wird sehr schnell gesagt, okay, ja, das ist nur ein Reizdarm, da kommt man eben auf die Schulter geklopft und ein paar Hinweise zur Ernährung und dass man damit leben lernen muss. Und das ist hochproblematisch, wissen wir eben gerade aus diesen Studien, weil eben gezeigt werden konnte, gerade in den ersten Monaten ist das Risiko doch recht hoch, dass sich diese Symptome als Darmkrebs entpuppen. Und jetzt bitte keine Panik bekommen, das gilt natürlich besonders auch für spezielle Subpopulationen. Man sollte immer auf die Reflexsymptome eben achten. Finden wir zum Beispiel auch Blut im Stuhl, finden wir Fieber, Gewichtsabnahme und so weiter. Gibt es auch in der Familienanamnese Hinweise auf Tumorerkrankungen und was ist noch wichtig? Natürlich das Lebensalter. Das ist auch sehr wichtig. Also hast du so typisch als sehr junger Mensch, wie das bei den meisten Personen losgeht mit im Jugendalter oder als junger Erwachsener, sage ich mal, die Diagnose Reizdarmsyndrom bekommen, hast eine ordentliche Diagnostik durchlaufen, dann ist dein Risiko an einem Darmkrebs zu leiden tatsächlich reduziert. Aber gehörst du eben zu dieser Risikogruppe, dann sollte unbedingt genauer hingeschaut werden. Umso eher dort was entdeckt wird, desto besser. Aber wir wissen eben auch, am Darmkrebs kann man tatsächlich auch versterben. Das ist leider auch heute noch so. Ganz ähnlich verhält es sich auch mit den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Dort finden wir genau dieselbe Assoziation, die ich gerade schon für den Darmkrebs beschrieben habe. Insgesamt ist das Risiko etwas reduziert, aber gerade in den ersten Monaten nach Diagnosestellung Reizdarmsyndrom ist es ebenfalls um den Faktor 8, je nach Studie, die man anschaut, eben, aber das ist so der Kernfaktor ist 8, ist das Ganze erhöht. Und bei Morbus Crohn, Colitis ulcerosa finden wir eben auch Hinweise auf ein erhöhtes Risiko zu versterben. Das ist zwar nicht so hoch wie bei anderen Erkrankungen, aber es gibt eben auch diese Assoziation. Warum das so ist, das liegt zum Teil eben in der Pathophysiologie begründet, aber hat natürlich auch mit verschiedenen Auswirkungen des Lebenswandels zu tun. Man ernährt sich anders, man bewegt sich vielleicht nicht mehr so viel. Und es gibt eben auch diese genetische Prädisposition, die uns für bestimmte Erkrankungen eben
ansprechender macht, sage ich mal, in dem Moment, also dass wir diese Erkrankung eher entwickeln können. Und hier kann eben auch noch ein anderes Risiko für andere Erkrankungen gleichzeitig auch noch mit gelegt sein. Das sind erstmal diese zwei Punkte. Also wir sprechen über die allgemeine Sterblichkeit aufgrund der Pathophysiologie des Reizdarmsyndroms. Hier scheint es keine Assoziation zu geben. Das Risiko zu versterben scheint nicht erhöht. Auf der anderen Seite haben wir eben viele Komorbiditäten, die sich definitiv auf die Sterblichkeit auswirken, und zwar auf die allgemeine, aber auch auf die verschiedenen Subkategorien, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Und dann haben wir noch eine besondere Gruppe, die ich auch nochmal ansprechen möchte, denn das liegt mir sehr am Herzen, wird von vielen Ärzten nicht so beachtet und auch die Patienten sprechen leider nicht häufig genug darüber. Doch es gibt dieses Phänomen. Eine Studie aus Großbritannien hat zum Beispiel eindeutig gezeigt, dass fast ein Viertel der Patienten mit einem Reizdarm schon einmal ernsthaft über die Möglichkeit eines Suizides, also eines Selbstmords zur Lösung ihrer Darmbeschwerden nachgedacht haben. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir nicht nur in Anführungszeichen nur über die Darmbeschwerden wie Durchfälle, Bauchschmerzen, Verstopfung und so weiter sprechen, sondern auch über eine ganze Kaskade, die eben auch noch dort mit dranhängt. Also zum einen eben diese ganzen Komorbiditäten, psychische Erkrankungen, chronische Erschöpfung, Gelenk- und Muskelschmerzen und so weiter und so fort. Dann kommt diese Marginalisierung und Stigmatisierung durch Ärzte, persönliches Umfeld, Arbeitgeber noch obendrauf. Und wir haben eben auch, das wissen wir, in vielen Studien konnte gezeigt werden, dass ein großer Teil der Patienten mit einem ausgeprägten Reizdarmsyndrom eben nicht mehr fähig ist, in Vollzeit zu arbeiten. Viele werden in die Erwerbsunfähigkeit gedrängt, viele erhalten Frührente und so weiter. Und also da hängen auch ökonomische und soziale Prozesse natürlich dran und Konsequenzen. Und wenn ich mir überlege, als es mir besonders schlecht ging, natürlich, wenn man auf so vieles verzichten muss, was man gern macht, das Wandern. In meinem Fall jetzt das Wandern im Gebirge, dann der Gewichtheberverein, dann auch Dinge wie eben einfach Gesellschaft genießen, unter Freunde gehen, mit denen was essen gehen, mal ein Bier trinken und das fällt alles weg, weil es einem permanent schlecht geht, kann man sich natürlich vorstellen, was das mit einem Menschen macht. Und nicht nur, dass eben ein Viertel, da könnte man noch sagen, ja, okay, mit dem Gedanken mal gespielt. Nein, in den Studien konnte eben auch gezeigt werden, dort in Großbritannien waren es beispielsweise von der Gesamtstichprobe der Reizdarmpatienten 2%, die tatsächlich einen Selbstmordversuch unternommen hatten. Und das aber nur bezogen auf die Gesamtpopulation, wie gesagt. Und wenn man sich dann tatsächlich die Patienten angeschaut hat, die eben auch in der Klinik waren und die wirklich eine spezielle Diagnostik und so weiter angestrebt hatten, also das sind dann natürlich auch die mit dem äußersten Schweregrad, mit dem höchsten Schweregrad, dann wird diese Rate sogar bei 5%. Und dass das Ganze auch bei uns eben so virulent ist, das konnte ich in einer Online-Erhebung auch nochmal untermauern, die letztes Jahr stattgefunden hat. Viele von euch da draußen haben teilgenommen. Nochmal herzlichen Dank dafür. Dort habe ich auch gefragt und wollte schauen, ob sich das Ganze eben auch in den deutschsprachigen Raum übertragen lässt. Und es sind eigentlich haargenau fast dieselben Ergebnisse rausgekommen. Über 300 Patienten haben teilgenommen mit einem Reizdarmsyndrom, mit chronischen Darmerkrankungen. Und fast ein Viertel, also zwischen einem Fünftel und einem Viertel der Befragten haben tatsächlich schon mal über die Möglichkeit eines Suizids nachgedacht, wohlgemerkt bezogen auf die chronischen Darmsymptome. Also nicht jetzt so, ja, da spielen noch irgendwelche anderen sozialen Faktoren oder so eine Rolle. Es ging wirklich, so war die Frage gestellt, um die Darmsymptomatik. Und dass dieser Befund eigentlich schon heftig genug ist und jeden Arzt aufhorchen lassen sollte, damit man das Thema wirklich etwas sensibler behandelt, war es auch in meiner Erhebung so, dass wirklich 2% der Befragten tatsächlich schon einen Suizidversuch deshalb unternommen hatten. Und da kann ich nur appellieren, unbedingt, falls du solche Gedanken hegst oder irgendjemanden kennst, dann unbedingt die Leute darauf ansprechen, Möglichkeiten suchen, mit den sozialpsychiatrischen Diensten vor Ort. Ich weiß, dass das Ganze sehr schwierig ist, weil sich vor allen Dingen viele Psychotherapeuten überhaupt nicht in das Thema reindenken können, wie heftig wirklich einem das Leben durcheinanderbeuteln kann. Ich kann dir nur versprechen, da draußen, es gibt Lösungen. Ein Beispiel bin ich und ich kenne aber auch viele andere und auch viele Studien zeigen das inzwischen. Es gibt Möglichkeiten, den Reizdarm zu befrieden, auch das chronische Erschöpfungssyndrom zu befrieden. Sie müssen nur aggressiver in die Öffentlichkeit getragen werden. Das versuche ich hier auf dem Kanal.
Niemand sollte hängen gelassen werden und ich denke, es ist nicht mehr nötig, dass wirklich Leute so stark leiden müssen und so eine extreme Konsequenz dann vielleicht auch versuchen zu ziehen. Deswegen sprecht bitte darüber, bringt das draußen in die Öffentlichkeit. Ich werde auf jeden Fall auch das Ergebnis dieser Untersuchung natürlich versuchen zu popularisieren über meine Kanäle hier, über den Blog, aber ich werde es auch versuchen, an Fachzeitschriften zu bringen und an verschiedene Ärzte und natürlich Patientenorganisationen, die Reizdarmselbsthilfe, den VHEM und wen es da alles noch so gibt. Das soll es für heute gewesen sein. Also es gibt diese Assoziation tatsächlich. Es gibt Patienten, die über einen Suizid nachdenken und diesen auch dann versuchen zu vollziehen. Es gibt auf jeden Fall diese Komorbiditäten. Und deswegen, das Reizdarmsyndrom ist eine gefährliche Erkrankung, nicht für alle. Wir müssen immer daran denken, das RDS ist wirklich eine sehr heterogene Erkrankung. Viele haben eben erfüllen diese Diagnosekriterien gerade so, sagen, ja, ich habe manchmal ein bisschen Bauchschmerzen, einmal die Woche eben mindestens, habe auch mal Durchfall. Und dann ist das ja genauso ein Reizdarmsyndrom, wie eben wenn Patienten wie ich, die unter permanenten Durchfällen litten, täglich mehrfach unkontrollierbar, man konnte es nicht vorhersagen, mit den verschiedenen Komorbiditäten, mit extremen Schmerzen. Und hier ist natürlich für diese Patienten auch eine größere Gefahr gegeben. Und als allerletztes möchte ich noch sagen, wir wissen auch aus verschiedenen Erhebungen, unter anderem aus Skandinavien, dass sich aus einem Reizdarmsyndrom über Jahre und Jahrzehnte sehr häufig, so wie es auch bei mir der Fall war, eben andere Erkrankungen entwickeln können. Zum Beispiel ein chronisches Erschöpfungssyndrom, die myalgische Enzephalomyelitis oder aber auch ein Fibromyalgiesyndrom. Das Reizdarmsyndrom ist eine potenziell gefährliche Erkrankung, zumindest ist sie nicht ungefährlich für viele von uns. Das solltest du unbedingt im Hinterkopf behalten. Deswegen tu etwas dagegen, informier dich und werde aktiv. Das soll es für heute gewesen sein. Bis zur nächsten längeren Plauderstunde. Dein Thomas. Tschüss.